Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Mac Chris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf meinem Kanal. Ja. Heute habe ich Frostmond für uns. Hatten wir schon länger nicht mehr? Ich dachte, wir gucken mal wieder rein. Und ja, wie immer hoffen wir auf eine Menge Grusel und ganz viel Spaß. Hier ist Frostmond. Ja, Frostmond, was haben wir denn da? Scary Ghost Videos, also gruselige Geistervideos mit unglaublichen Aufnahmen. Ja, dann schauen wir mal. Hier ist Frostmond. Hallo Leute, heute schauen wir uns neue Geistervideos an. Beginnend mit einer gruseligen Silhouette, die morgens in einem Feld entdeckt wurde und einer möglichen Erscheinung in Schottland. Die folgenden Videos wurden von Nutzer Independent aufgenommen, der sie mit seinen Aufnahmen an den paranormalen Subreddit gewandt hat, um Hilfe und möglicherweise Antworten zu finden. Mhm. Er sagte, dass sein Freund Cody im vergangenen Mai viel Zeit alleine zu Hause verbracht hat. Und eines Tages nahmen ziemlich seltsame Ereignisse ihren Lauf. Es begann alles mit den Lampen und Lichtern in seiner Wohnung, die auf einmal anfingen zu flackern. Dann waren da noch komische Geräusche, von denen man annehmen konnte, dass Möbel in seiner Wohnung verschoben wurden. Er nahm all diese gruseligen Vorfälle mit seinem Handy auf und schickte die Videos zu seiner Freundin. Gut, das ist... Er dachte anfangs, dass es für alles ganz bestimmt natürliche Erklärungen gäbe. Doch dann machte irgendwas... Also Stromschwankungen und... Ein Feuer- oder Rauchmelder, der sich so meldet, dafür kann es schon Erklärungen geben. auf einmal das Waschbecken an. Das ist schon schwieriger. Er schnappte erst einmal Luft und beruhigte sich einen Moment. Bevor er wieder in seine Wohnung zurückkehrte. Wo nun alle Küchenschränke Oh geöffnet mein auf Gott, oh mein Gott, ich hab's gesehen, glaube ich schon. Ich hab's da jetzt gesehen. Wen warteten. Nope, 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 nope. Aber da war noch ein anderes Problem. Achtet auf den Türrahmen. Etwas, das dir sicher nicht aufgefallen ist gerade. Schau Doch. noch mal ganz genau in die rechte obere Ecke. Mein Gott, da ist ein Kopf. Gott. Oh. Warum guckt da einfach einer so? Wie geht das? Das ist ein Kopf. Was ist das? Also ich habe ja jetzt gedacht, dass das da Haare sind. Aber die hängen ja gar nicht runter oder so. Aber das der hätte ja vielleicht jetzt eine kurze Haare, aber nee. Aber was sind das für Augen? Was ist das, ein Alien? Oder was ist das? Es ist so unnatürlich. Also es wäre jetzt schon schlimm genug, wenn er einfach nur irgendwas um die Ecke guckt am Türrahmen. Aber dass das auch noch dann oben in der Ecke ist, also praktisch über Kopf. Boah, es ist ekelhaft. Ausziehen, sofort. Mein Gott, ich... So sieht es ja noch schlimmer aus. Ich habe jetzt Gänsehaut gekriegt, ne? Ich habe jetzt. Ich bin eine Gänsehaut. Ey, guckt euch das ganz genau an. Also, wenn das Fake ist, ist es gut. Es ist sehr gut. Es ist super. Aber wenn es nicht Fake ist, was ich jetzt. Ich glaube, das ist authentisch. Ich glaube, das ist echt. Nee. Eine extrem gruselige Fratze schaut aus dem oberen Bereich des Türrahmens hervor, Mein direkt Gott. in die Richtung von Cody. Wo kam das Gesicht her? Ja, Was wollte woher? es von ihm? Keine Direkt aus der Hölle, würde ich sagen. Ahnung. Angeblich haben sich die Geschehnisse beruhigt nach diesem Tag. Ach. Dennoch ist es schwer zu erklären, was hier vor sich ging. Was ist deine Meinung? Meine Meinung? Das ist das Widerlichste, was ich seit längerem gesehen habe, ja.
Das nächste Video wurde von Connor Finnegan geschickt, der in seiner Freizeit gerne unheimliche und verlassene Orte besucht, allein oder mit seinem Kumpel. Und er teilt seine Abenteuer auf seinem YouTube-Kanal Connor Finn. Im folgenden Clip macht er sich eines Nachts auf in das angeblich verspukte Schloss Loudoun Castle in Schottland. Anfangs ergaben sich so gut wie keine seltsamen Vorkommnisse. Wie gesagt, anfangs. Später jedoch nahm Connor ein paar wirklich komische Dinge auf. Der nächtliche Ausflug dauerte jedoch einige Zeit und Connor dokumentierte jede Minute. Lass uns mal reinschauen. No idea. That's why I couldn't fucking open that door. It's all boarded up. Somebody was getting ready for the zombie. Du merkst sofort, dass es das ein Schotte ist, ne? Weil dieser Akzent. Apocalypse. Versteht nix. Hello. Onwards we go. There's a wee gift shop here. Hast du's gesehen? Nee. Schau noch mal genau hin. Hä? Hä? Huh? Ich sehe immer noch nichts. Ja, aber was soll das sein? Connor glaubt, eine Erscheinung hinter der Theke aufgenommen zu haben. Ist das möglich? Ich weiß nicht. Ja, also meine Paradolie sagt ja, jetzt sehe ich da was, ja, aber weiß ich nicht. Nee, oder? Vielleicht war es nur eine unglückliche Reflexion eines Gegenstandes. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Aber wie ich anfangs schon erwähnt hatte, es sollte nicht nur bei diesem Vorfall bleiben. Als die beiden es nach einiger Zeit wieder vor die Schlossmauern geschafft hatten, war da noch eine eigenartige Erscheinung, auf die ihn seine Zuschauer aufmerksam machten. This poor boy's heavy freak, right? He just said that he thinks that he's seen an orb or something, he's seen some sort of light. Es wird angenommen, dass was immer dort an der Schlossmauer aufgenommen wurde, könnte eine weitere Erscheinung gewesen sein. Ja, aber vielleicht die einer Nonne. Aber das ist doch ganz nah dran. Wie groß soll denn diese Nonne sein? 50 Zentimeter? Schwierig. Möglicherweise ist es... Man erkennt es aber auch einfach nicht, ne? Es kann alles sein. Ist aber auch etwas ganz anderes. Man kann schließlich nie wissen, was man alles so an verlassenen Orten aufnimmt in der Nacht. Aber gruselig ist es schon. Teils, ne? Also ich, wie gesagt, man kann da jetzt nichts erkennen. Also so gruselig fand ich es jetzt nicht. Nachtschicht. Ist es das mit dem Nebel? Das nächste Video wurde von Brian eingeschickt und es wurde ursprünglich von einer Überwachungskamera aufgenommen, die einen Straßenbereich in Bolivien filmte über Nacht. Aus irgendwelchen Gründen... Weil das in diesem Nebel, was wir schon als Spoiler am Anfang hatten, das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Unten wurde ein Sicherheitsmann auf die Aufnahme, die von diesem August stammte, aufmerksam. Angeblich war auf dem Material eine Person zu sehen, die nachts während des Lockdowns spazieren ging. Aber irgendetwas stimmte nicht. Lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Ach, da wird geglitscht, glaube ich. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ja, aber das liegt an der Kamera. Das liegt an der Kamera. Deswegen, also, das ist ein Glitch. Hundertprozentig. Ja.
Er erzählt, dass dies eine wirklich seltsame Aufnahme ist. Ja, es sieht seltsam aus, weil es ist halt geglitscht. Die Kamera ist, die Bildqualität ist nicht gut. Da eigentlich niemand die Aufnahmequalität. Man so spät auf der Straße mehr zu sein hat, ja, während des Lockdowns. Was immer es ist, scheint ein Mantel oder langes Kleid zu tragen. Und es bewegt sich ziemlich unmenschlich. Bleibt sogar stehen für ein paar Sekunden. Ja, es bewegt sich halt unmenschlich, weil die Kamera halt nicht. Die hat halt. Die nimmt nicht jedes Bild auf. Ja. Und das ist halt das. Deswegen sieht es unheimlich aus. Die hat auch keinen Fokus, deswegen glitscht es. Mitten im Laufen. Man könnte meinen, dass es seine Gestalt verändert. Wirklich unglaublich. Was könnte das gewesen sein? Ein Glitch. Also es ist eine Person, aber die glitscht sich da durchs Bild. Ja. War vielleicht etwas mit der Kamera nicht in Ordnung? Oder ist es etwas, das wir nicht erklären können? Die Hexenjagd. Okay. Das folgende Video wurde von Andrew J. geschickt und er fand es auf dem Profil Real Ghost Hunters. Es heißt, dass der Mann im Video auf einer nächtlichen Hexenjagd war. In Nord- und Südamerika glaubt man vielerorts an solche Wesen. Und angeblich haben viele andere Bewohner seines Heimatdorfes diese Hexen gesehen. Viel wurde nicht gesagt über das Video. Aber die Leute, die es für echt halten, waren wirklich etwas beängstigt. Was war das? Oh, was war das? Was ist das? Ist ziemlich schwer zu sagen, was wir da genau anschauen. Ist es eine Hexe? Vielleicht nur eine Person in einem Kostüm? Vielleicht auch nur ein Obdachloser? Ja, irgendjemand, ne? Man muss alles bedenken. Also da jetzt eine Hexe rauszuerkennen, finde ich sehr schwierig. Es fällt mir sogar schwer, da überhaupt einen Mensch rauszuerkennen, ne? Wenn das ein Kostüm ist, okay. Vielleicht ist es auch ein Tier. Hey. Baja! Por qué no baja? Ich glaube, das ist gestellt. Oder da ist halt irgendein Verwirrter da oben. Was es alles noch ein wenig gruseliger macht, ist, dass man denken könnte, die Person dort oben auf dem Stein schluchzt vor Schmerzen. Aber was weiß ich schon. Der Mann, der das Video hochgeladen hat, schwört auf die Authentizität. Und vielleicht hat er wirklich eine echte Hexe aufgenommen. Vielleicht. Sie wurde angeblich nicht mehr gesehen nach dieser Nacht. Weggeflogen mit dem Besen. Nochmal Nachtschicht. Wunderbar. Die nächste Aufnahme wurde von Mason Divas 3 aufgenommen und ihm ist das Blut in den Adern gefroren, als ihm klar wurde, dass etwas wirklich Gruseliges vor sich ging, direkt im Feld vor seinem Fenster. Er war kurz vor dem Ende seiner Nachtschicht, als er auf einmal die Silhouette eines großen Mannes wahrnahm, der draußen hin und her marschierte. Mason hatte so etwas noch nie erlebt, vor allem um die Uhrzeit. Ja, das haben wir schon gesehen, ne, glaube ich, ja. Das haben wir schon gesehen. Ich schneid's raus. Eine Gestalt? Folgendes war ein weiterer Beitrag im Geisterbereich von Reddit, der von Nutzer Mank Viper geteilt wurde. Mhm. Er schrieb: Ich bin vorhin durch meine Apps im Hintergrund gesappt auf meinem Handy. Aber warum diesen Stockclip? Der hat doch mit... Das verstehe ich jetzt auch nicht. Der passt doch gar nicht dazu, der Vater da mit seinem Kind. Ich stellte fest, dass die Kamera noch das letzte Motiv gespeichert hatte, welches es als letztes anvisiert hatte, bevor ich eine andere App öffnete. Auf dem Bild war meine Tochter, die gerade spielte. Also machte ich einen Screenshot und fügte das Bild meiner Galerie zu. Und dann sah ich etwas in der Tür hinter ihr.
Eine riesig lange Gestalt ist zu sehen, die Manic nicht erklären konnte. Wow. Er meinte, dass die Tür frei war und er dort keinen anderen Gegenstand gelagert hatte. Und wenn das wahr ist, was genau sehen wir auf diesem Bild? Ohne dass jetzt Frostmund uns erzählen kann, was man da rein interpretiert. Wenn ich nur dieses Bild sehe, ist es einfach nur etwas Langes, Weißes. Was ist das denn hier unten? Sollen das die Füße sein oder was ist das? Wenn ich jetzt den Zusammenhang nicht kennen würde, würde ich einfach sagen, ja, das ist etwas, was in diesem Raum da jetzt steht. Also ist hier ein Gegenstand. Ne? Wir vermuten, dass es möglicherweise eine Matratze war, aber das verneinte Manic. Ja, könnte sein, ne? So seitlich. Und verweist auf die Schuhe, die die Gestalt trägt. Ja, das war ja das, was ich gerade auch gesagt habe, ne? Ob das Schuhe, das weiß ich nicht. Das ist jetzt auch wieder der Effekt, umso länger man hier auf diesen Bereich schaut, umso eher sieht man da auch Schuhe. Seltsam, nicht wahr? Was denkt ihr? Es scheint außerdem an die Wand zu starren. Echt gruselig. Schwer zu sagen. Ob das überhaupt eine Gestalt ist, also... Bis zum nächsten Mal, Leute. Komisch. Ja, mir hat's gefallen. Einen Clip kannten wir ja schön, habe ich rausgeschnitten. Aber ich fand's gut. Der erste, der hat auch immer noch Nachwirkung, ganz ehrlich, ne? Wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Ekelhaft, diese Fratze. Bah. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zum Video vom Frostmond und zum Kanal vom Frostmond. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Grusel mit mir, Grusel mit Mad Chris. Also, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Adios.